Moin Leute, herzlich willkommen hier von der Filmhochschule Köln. Wegen euren Abos und meinem guten Videos bin ich hier beim NRW Creators Lab angenommen worden und darf hier mit ganz vielen coolen Leuten zusammenarbeiten. Und wir produzieren hier einen Film zu meinem neuen YouTube-Channel, der vielleicht was wird, mal gucken. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, gibt ein Video von Mr. Trash, das verlinke ich euch mal hier oben. Das könnt ihr euch mal angucken. Das sind die coolen Leute übrigens hier. Hi. Warum nenne ich die eigentlich cool hier? So, das hier ist die Emily. Hallo. Ja, hier alle Kanäle sind in der Beschreibung, ne? Und ja, das kommt jetzt ein bisschen off-topic hier. Das Ding ist halt, bei diesem Ding hier geht es darum am Ende, das ist organisiert von der UFA und da geht es am Ende dann eventuell Dinge. Falls da irgendwas bei rauskommt bei unserem Projekt, so dann werdet ihr es natürlich auch erfahren hier. Wie gesagt, Link zu allen Kanälen in der Beschreibung, die hier mitmachen. Sind glaube ich 20 an der Zahl am Ende. Und ja, ist eine coole Sache. Und hier seht ihr dann mal ein paar Eindrücke davon. Jo Leute, der Drehtag ist für heute jetzt erstmal abgehakt. Ihr habt ja jetzt eben ein paar Impressionen gesehen und ich glaube, wir sind alle ziemlich zufrieden mit unserem Produkt. Bist du zufrieden mit unserem Produkt? Ja, das passt doch super gut. Jo, jetzt gibt's noch ein bisschen Pizza zum Abendessen und dann ja, geht dieser Tag hier langsam zu Ende und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder morgen, wenn es an die Postproduktion geht. Ciao! Watching MTV, dreaming about a cypher up on BET. Tell my mom that's me, sitting VIP, 18 worldwide till I DIE. Moin Leute, herzlich willkommen aus dem Hotelzimmer. Ja, ich bin gerade aufgestanden, habe mich schon frisch gemacht. Und dann geht's jetzt gleich runter zum Frühstück. Heute ist die Post-Production dran, wie ich gestern schon angekündigt habe. Und ja, mal gucken, wie das so wird, ne? Jetzt hier aus dem Office und oh, wir haben hier eine wahre YouTube-Legende auch dabei. Wo? Ich sehe sie nicht. Ja, hier, wer den Mann nicht kennt, der hat einiges falsch gemacht auf YouTube, ne? Wollte ich nur erwähnt haben. Ja, wie gefällt es dir, mit uns zu arbeiten? Ich find's cool. Ich finde, ihr seid alle sehr, sehr kreativ und alle wesentlich motivierter als ich wahrscheinlich früher in dem Alter. Aber das finde ich gut. Ich gucke mal einiges bei euch ab auch. Ja, das gefällt uns. Machen wir ja genauso. Dann kann man auch gut austauschen, ja. Genau. Quasi Generationsaustausch hier. Ja, ist wunderbar. Muss ja Generationswechsel auf YouTube geschehen. Ja, ne? Eben. Wichtig. Da müssen ja auch vernünftige Leute ran. Mhm. Aber wichtig, Apple War und Tense Make Sense, alles abonnieren, ne? Richtig. Dann bildet ihr euch und guckt euch komische Leute an, die Spiele spielen. So sieht's aus. Das ist eine Mischung. Macht auch sonst niemand. Naja, wir gucken mal, wie es aussieht, wo die anderen schneiden. Und ja, das ist nämlich, hier ist der Raum, wo die Magie passiert. Hallo. Hier, und das ist doch mal ein Bild. Alles nette Menschen, wie man sieht. Ein Schön hier am... Komm, Kamera aus, Reicht, ja, reicht jetzt, ganz reicht. Nee, hier, Paparazzi macht es Spaß. So, und nee, das kommt ja auch in die Mitte. Deswegen, das hier ist jetzt hier unser Platz. Daniel, keine Ahnung. Was machst du denn da? Ich mach ganz viel Kacke. Nein, ich schneide den Rohschnitt für das Video. Sobald wir den Rohschnitt haben, kann man dann die Nachbearbeitung reinfügen. Aber erstmal braucht man ja was, womit man arbeiten kann. Cause T-H-E-Y, never believed in I. Trying to belittle my riddles and bring me down, they tried. Always knew I'd rise if I just stuck to my mind. They trying to see if I'm strong enough, kept my weapons inside. Kept honesty on my tongue, kept that smoke in my lungs. This ain't 2008, my family lacking in funds. Trying to go out and get it and put you back where it was. And I know I can do it, thousands been showing me love. Life tried to change me, arrange me, erase me from who I am. Always been a creative, I'll make it, this was the plan. Life fell apart so my future could fall together. Shout out to my broken heart, who knew you would make me better. So Leute,
Leute, ich melde mich hier noch ein letztes Mal vom Schnitttag. Es hat jetzt ganz ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht hätten, aber so ist das nun mal im Leben. Menschen sind nervig. Hoffen wir noch fertig zu kriegen und dann müssen wir gucken, dass wir morgen die Präsentation gut hinbekommen. Dann melde ich mich auch wieder morgen bei der Präsentation und dann gibt es eventuell noch ein paar Infos, was weiß ich. Ja, dann würde ich sagen, nicht danke fürs Zuschauen, der Vlog geht hier einfach weiter, machen ja keinen Daily. Gut, dann bis morgen, ne? Ciao. Moin Leute, herzlich willkommen zum finalen Tag. Heute ist die Präsentation, wo unser Team dann alles vorstellt. Das werdet ihr später im Vlog auch noch sehen. Und zwar auf dieser wunderschönen Bühne. Ja, und da läuft gerade der letzte Test für unsere Präsentation, dass das auch alles gut läuft. Und hoffe mal, das funktioniert alles. Aber wir sind ziemlich überzeugt von unserer Idee. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir das Ding hier abräumen. Also, Rocket. Aber wer soll sich das Ganze überhaupt angucken? Das sind zum einen natürlich selbst Medienschaffende, wie wir es ja auch selber sind, die einfach sich noch tiefer in die Materie reinfuchsen wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vor allem, dass wir die Möglichkeit hatten, diese Woche dieses Projekt zu entwickeln und jetzt noch viel Spaß bei der letzten Präsentation. Der erste Platz. Eine harte Woche. Wir haben alle unglaublich hart gearbeitet, in unglaublich kurzer Zeit unglaublich viel geschafft. Ein Projekt, was uns sehr, sehr gut gefallen hat und was diese Unterstützung auch gut gebrauchen kann, wovon wir auch gerne tolle Ergebnisse dann sehen wollen, geht an die Gruppe Arbeitstitel mit 8.000 Euro Unterstützung. Leute, wie ihr gerade gesehen habt, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben die Fördermittel für unser Projekt bekommen. Allerdings natürlich nur für das Projekt und nicht für irgendwas anderes. Aber ich glaube auch, dass ich das umsetzen will. Also Leute... Ich bin jetzt den ganzen Raum hierher gerannt, um in diesem Blog drin zu sein. Ja. Mal gucken, ob da was kommt. Ich denke mal schon. 8.000 Euro sind ja jetzt nicht nichts. Und ich denke mal, wir können das auf jeden Fall gut gebrauchen. Hier sind noch die letzten Feierlichkeiten und dann ist das ja auch zu Ende. Und das war es auch für dieses etwas rudimentäre und etwas ungewohnte Video für unseren Kanal. Und hier am Ende nochmal, wenn ich darf, der Kanaltrailer von Arbeitstitel. Und dann abonniert auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Into the Frame. Über die ganzen ersten 30 Minuten von Fight Club taucht Brad Pitt immer wieder in einzelnen Frames auf. Und das, obwohl sein Charakter noch überhaupt nicht in der Geschichte vorgekommen ist. Mit Masimoto hat Materia ein alter Ego erschaffen, welches sich ziemlich stark von seiner eigenen Musik abhebt, aber auch von den gesamten anderen Mainstream-Songs und Radio-Hit-Singles. Damit setzt er einen Kontrapunkt und hat einen sehr, sehr großen Wiedererkennungswert. Fällt euch was an der Schriftart auf? Es ist dieselbe, die Stephen King für viele seiner Bücher verwendet hat. Das ist nur eine von vielen Referenzen auf andere Klassiker der 80er. Allen voran E.T. Wayne McLaren, Antoine Monnot, Friedrich Lichtenstein, diese Namen sagen den wenigsten etwas, aber der supergeile Opa aus der Edeka-Werbung Marlboro-Mann oder Saturns Technik kennt jeder. Wie schafft es Werbung aus einer Marke einen Menschen zu machen? Was macht ein Video von Finn Kliman so interessant? Auffällig ist vor allem die junge und aufgeweckte Art. Lass uns doch mal probieren, ein typisches Finn Kliman-Video nachzustellen. Man nehme einen Finn Kliman, einen GoPro und los geht's! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kliman bastelt. Heute bauen wir einen UFO-Landerplatz. Gar nicht. Ich glaube, ich mache mehr meinen Schuh kaputt, als dass ich die Erde kaputt mache. Ja, ist gut. Klappt wieder sehr gut und wunderbar. Ja, geil. Scheiße. Hi, wir sind Arbeitstitel. Wir analysieren verschiedenste Medienformate, unter anderem Filme, YouTube-Videos, Werbung, Musikvideos und Serien. Es gibt 2 Videos die Woche und da oben könnt ihr uns abonnieren. Yeah.
Hallo, will da jemand ins Video? Möglich? Deine kostenlose Werbefläche, los. Hallo, mein Name ist Tim Jacken und ich mache Videos auf YouTube und es ist Trash und... Trash und Tiefgang. Und tatsächlich und Tiefgang, ja. Und Vlogs sind aber auch mehr Trash. Und Vlogs, Trash, die sind aber auch ein bisschen Trash. Ja. Aber wie ich verrate, sage ich euch nicht. Es wird nämlich einfach eingeblendet. Vielleicht. Eingeblendet wird das nicht. Ich glaube, ihr guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Und zwar der nullte Link. Der nullte Link. Der ganz unten noch unter der Equipmentliste ist, so der. Abonniert Caps Locker. Ja, ja. Hier, manipulier mal nicht meine Zuschauer hier. ISO ist viel zu hoch. Ja, egal. Hey, guck mal, sieht das nicht gut aus?